Servus, Crafter Tutorial Bros. Wir haben heute einen Audi S3 8P und möchten euch zeigen, wie wir die Ventildeckeldichtung an diesem Auto tauschen. Dazu müssen wir hier diesen Motorabdeckung samt Luftfilter abbauen, Luftmassmesser abstecken, Schläuche aushängen, jedenfalls hier die Ansaugung aushängen und können dann direkt auf den Ventildeckel schauen und schauen dann mal gleich weiter. Wir fangen jetzt erst hier an, lösen hier den Ansaugschlauch. So. Stecken hier dann den Luftmassenmesser ab, hängen dann hier seitlich den Wasserschlauch ab. Dazu einfach die Klammern auseinanderziehen, den Schlauch aushängen. Lösen hier die Klammern vom Luftmassenmesser und können dann die Abdeckung nach oben abnehmen. So, ja, dann haben schon die komplette Abdeckung abgenommen. Hier drin sitzt der Luftfilter und können dann jetzt hier schon auf den Ventildeckel schauen. Wir müssen hier die Kabelleiste lösen, sprich erstmal die Zündspulen abstecken, dann die Zündspulen herausnehmen. Das ist die Kurbelwellengehäuseentlüftung, da muss man auch drauf achten, das geht gerne bei den S3 Modellen kaputt. Das macht sich aber mit anderen Sachen bemerkbar. Dazu einfach dann hier auch den kleinen Unterdruckschlauch abnehmen, abziehen und hier ebenfalls den Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch durch Zusammendrücken der Schelle hier, der Klammer, den Schlauch aushängen und werden dann hier dann den Ventildeckel lösen, alle Schrauben lösen und dann abnehmen. So, die Zündspulen hier werden wir uns jetzt markieren, dass man weiß, auf welcher Position die Zündspulen gesessen haben. Ist jetzt nicht wichtig, aber wir machen das halt so. Wir können dann hier die Stecker jeweils an den Zündspulen lösen, dazu einfach den Stecker etwas nach innen drücken und dann die Nase erst betätigen. Gegebenenfalls ist die Kabelleiste mit Schrauben befestigt, hier war sie in dem Fall nicht. Wir können die dann einfach so hinten zur Seite hängen lassen und können dann mit der Hand einfach die Zündspulen herausziehen. Hier haben wir jetzt noch zwei weitere Schläuche, die müssen ebenfalls abgeklemmt werden, sprich für den Schlauch werden wir eine neue Schelle brauchen müssen, da das hier so eine Einwegschelle ist, die müssen wir aufpetzen und den Schlauch hier können wir dann einfach mit der Zange oder mit der Schlauchschellenzange zusammendrücken und dann den Schlauch abziehen. Schon mal den Seitenschneider. Schelle hier dann seitlich aufknipsen. So, die Beinschläuche hier werden wir doch jetzt dran lassen. Weder der große noch der kleine geht ab in dem Zustand. Wir lösen jetzt erstmal die Ventildecke. Dazu jetzt hier rundherum alle Torx-Schrauben aufdrehen. Hier innen sind ebenfalls noch 5 Torx-Schrauben und seitlich hier an der Abdeckung sind ebenfalls noch 2 Torx-Schrauben. Diese müssen auch gelöst werden.
So, es müssten jetzt soweit alle gewesen sein. Hier ebenfalls noch den Schlauch abziehen. Man kann hier die komplette Einheit mit. Man kann die aber auch aufschrauben, was ich nicht empfehle, da unten drunter eine Gummidichtung sitzt. Und die kann dann halt aufgehen und dann wird das nicht mehr dicht sein. Deswegen einfach die komplette KGE dran lassen und dann mit dem Ventildeckel herausnehmen. Schnappen wir uns jetzt noch eine kleine Ratsche und lösen dann hier noch an der Seite die beiden Schrauben. Und dann müsste der Ventildeckel eigentlich schon nach oben herausgehen. Die Zahnriemenabdeckung kann man dann so zur Seite wegbiegen. Man kann dann jetzt mal hier vorsichtig versuchen, die Ventildeckel zu lösen. Das geht schon gut. Schauen, dass wir hier den Schlauch dann dort losbekommen. So, der eine Schlauch schon mal ab. Jetzt müssen wir hier mit der Zange noch ein bisschen nachhelfen und den kleinen Schlauch die versuchen abzuziehen. So, da haben wir jetzt den Ventildeckel samt der KGE. Hier haben wir dann schön auch die alte Dichtung. Da sieht man auch, dass sie schön ölfeucht ist. Da hat sich das Öl auch rausgedrückt. Mit der Zeit wird die Dichtung halt sehr hart. Ja. Gehen wir am besten an einen Ölgulli. Es fehlt jetzt ein bisschen Öl. Können wir jetzt hier vorsichtig die Ventildeckeldichtung abziehen. Darauf achten, die Schrauben kommen damit raus. So, und haben jetzt unsere alte Ventildeckeldichtung abgebaut, ausgebaut und werden die jetzt die Ventildeckeldichtung, wenn wir jetzt noch einmal sauber machen. Bremsereiniger absprühen und dann setzen wir die neue Ventildeckeldichtung hinein. So, hier haben wir jetzt die neue Ventildeckeldichtung. Die werden wir jetzt hier nochmal anbringen. Den Ventildeckel selber haben wir jetzt mit Bremsereiniger einmal komplett gesäubert. Darauf achten, es gibt zwei verschiedene Einbaurichtungen, also es gibt nur eine passende Einbaurichtung. Drücken dann hier jetzt die neue Dichtung an und müssen dann die Schrauben da erstmal ebenfalls von der anderen Seite dann hineindrücken, dass sie dann auch nochmal im Ventildeckel hängen bleiben. Dazu holt man sich dann die neue Schraube. Hier sieht man halt diese Nut, die muss dann halt in die Ventildeckeldichtung hineingedrückt werden. Dann bleiben die Schrauben auch hängen. Das machen wir jetzt mit jeder Schraube und sehen uns dann gleich wieder. So, die neue Dichtung haben wir jetzt verbaut. Die Schrauben sind nochmal alle hineingesetzt worden. Jetzt gehen wir zum Zylinderkopf. Dort ist auch ganz wichtig. Hier müssen wir auch jetzt die Dichtfläche einmal komplett sauber machen und überschüssige Dichtreste oder Dichtung oder Korrosion da, was sich mit der Zeit dort bildet, einmal komplett mit einem ganz feinen Schleifpapier dann einmal nachgehen, wie zum Beispiel hier. Ne? Hier sieht man ganz ordentlich, da ist irgendwas schön oxidiert, kann man so nicht ab. Deswegen mit einem ganz feinen Schleifpapier dann einmal die Dichtfläche abschleifen.
So. Den Zylinderkopf da haben wir jetzt einmal mit ganz feinem Naschleifpapier abgeschliffen. Wichtig hier auch einmal danach fettfrei machen mit Bremsreiniger oder Industriereiniger. Gerade hier auf die Nockenwellen schauen, die sollten auch nicht eingelaufen sein. Passt soweit, sieht alles ordentlich aus. Super. Und können jetzt hier nochmal unseren Ventildeckel nochmal anbringen. Davor wärme ich hier noch ein bisschen den Schlauch, dann ein bisschen von innen schmieren, dass er dann gleich nochmal schön drüber rutscht. So, jetzt bringe ich hier nochmal den Ventildeckel an. Dazu, wie gesagt, dann vorsichtig erstmal da vorbeiführen an dieser Leitung. Und es geht gerade dann hier in die Schläuche hineinstecken. Da hat man es später nicht so schwer. Zumindest der große, der kleine ist so flexibel, den kann man später noch aufziehen, aber der rutscht gut. Ist aber auch schon drauf gerutscht. Aber wichtig ist halt nur gut zu schmieren. Und kann dann jetzt hier nochmal die Deckel vorsichtig draufsetzen. Also nicht mit Gewalt, schön locker aufsetzen. Das passt dann. Gut, und können dann jetzt hier Schrauben dann vorsichtig erstmal andrehen. Beginnend von der Mitte aus. Und arbeiten uns dann nach außen vor. So passt das. Außen die Schrauben müssen dann jeweils über Kreuz angezogen werden. Das ist so bei Kunststoffdeckeln ganz wichtig. Sonst hat man den Deckel ganz schnell verzogen und kann den dann nochmal ersetzen. Gut. So, holen wir jetzt nochmal unsere Verlängerung und ziehen dann die Schrauben nach. Wie gesagt, wichtig erstmal die inneren Schrauben. So, jetzt setzen wir hier nochmal unsere Zündspulen hinein. Einfach nur draufstecken. Zusammenbau erfolgt dann jetzt in umgekehrter Reihenfolge. So. Können wir hier nochmal die Steckerleiste anbringen. Schön andrücken, bis alles einrastet. Gegebenenfalls halt die zwei Schrauben anbringen, sollten die noch vorhanden sein bei euch, denn die fehlen die ja schon. KGE, Entlüftungsschlauch nochmal anbringen, jedenfalls den zweiten KGE-Schlauch hier aufstecken und hier diese kleine Unterdruckleitung ebenfalls anstecken. So, das war's soweit. Ventildeckel ist schon getauscht, Zylinderkopf haben wir sauber gemacht, befreit von Reste. Können wir jetzt hier noch einmal grob den Ventildeckel oder den Zylinderkopf sauber machen und dann in nächster Zeit nochmal halt ein paar Kilometer gefahren worden sind, wieder prüfen, ob das dann auch nochmal trocken bleibt. In dem Fall war halt die Ventildeckeldichtung von hinten feucht, da halt der Motor etwas schräg sitzt und das Öl sich dann halt auf dieser Stelle sammelt. Greift dann die Dichtung an, da der Weichmacher rausgeht aus dem Gummi und wird das Gummi hart und dann kann das Öl sich herausdrücken. Gut. So, jetzt bringen wir hier noch die Motorabdeckung samt Luftfilterkasten an. Drauf gucken.
Der hat hier vier Gumminippel, die müssen dann jeweils halt an die Punkte hineinrasten. Gut. Und dann hier nochmal an Saugschrauch nochmal festklammern. Nicht vergessen, Stecker anzubringen von dem Luftmassenmesser. Hier ebenfalls einhängen. Wir müssen jetzt zu guter Letzt noch hier den Ansaugkanal ebenfalls noch festmachen. Gut, das war's soweit. Die Lickerdichtung ist getauscht. Sollten noch Fragen vorhanden sein, könnt ihr uns gerne einen Videokommentar hinterlassen. Schreibt uns auf Instagram oder Facebook. Die Drehmomentwerte werden wir euch im Video einblenden. Abonniert als Unterstützung unseren YouTube-Channel. Und ich sage, bis ein nächstes Mal.